Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten Buchvorstellung in 2019. Heute ist der 1.1.2019, wo ich das drehe. Und ja, es ist für mich quasi auch das erste Video in diesem Jahr. Und ich bin mal gespannt, was für Videos dieses Jahr noch so kommen werden und was alles so noch passiert. Ich will gleich noch ein weiteres Video drehen, was dann auch die Tage noch online geht, wo es um kleine Veränderungen für dieses Jahr geht und was ich ein bisschen anders machen möchte. Das drehe ich dann gleich noch im Anschluss, aber jetzt soll es erstmal um den zweiten Teil der Wicked-Reihe gehen, um Thorn von Jennifer Armentrout. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes, wie immer vorweg, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe. Und ich stelle es jetzt einfach mal hier hin, weil wenn ich es jetzt dauerhaft wieder festhalte, wird irgendwie mein Bild wieder gelb. Ach, diese Kamera macht mich manchmal echt fertig. Thorn ist, wie ich bereits sagte, der zweite Teil der Wicked-Reihe. Und da diese Reihe eine Reihe ist, die aneinander anknüpft, also das ist eine Geschichte, die komplett fortgesetzt wird, deswegen kann ich euch zum Inhalt vom zweiten Teil nicht wirklich irgendwas sagen, ohne euch zu spoilern. Deswegen würde ich das jetzt so machen, wie ich das auch bei den Reihenvorstellungen immer mache. Ich sage euch jetzt grob, wie mir das Buch gefallen hat, als spoilerfreien Teil, und mache dann nochmal einen kurzen nicht spoilerfreien Teil, wo ich nochmal genau auf den Inhalt eingehe, für die Leute, die das Buch schon gelesen haben, dass die da nochmal gucken können und vielleicht ihre Meinung mit mir vergleichen können. Naja, ihr kennt das alles ja. Ja, im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir der zweite Teil von Wicked wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Handlung toll, ich fand die Entwicklung der Geschichte toll. Ich bin gespannt jetzt, wie es im dritten Teil weitergeht. Man hat am Ende vom zweiten Teil erfahren, was quasi als nächstes kommt, was der nächste Schritt ist, wie das Ganze dann aber umgesetzt wird und ob das alles so funktioniert, wie es sollte, das ist dann natürlich die große Frage und das, was dann im dritten Teil hoffentlich aufgedeckt wird. Ich kann zur Handlung mal sagen, dass diese mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde, Jennifer Armentrout hat sich hier wieder ganz, ganz tolle Dinge einfallen lassen und hat wirklich wieder coole Ideen gehabt und ich liebe einfach die Art, wie diese Frau diese Geschichten schreibt. Die hat einfach diese sarkastische Art und ich liebe es. Ich gehe gleich mal über zum Schreibstil, aber da gibt es nicht so viel zu sagen. Ihr kennt Jennifer Armentrouts Bücher und ihr wisst, dass ich das einfach total liebe und dass dieser Schreibstil einfach total meins ist und dass ich das feiere ohne Ende. Und auch in diesem Buch hat diese Frau wieder bewiesen, dass das mein Geschmack ist, on point. Ich habe so gelacht in der Geschichte. Ich habe so Fremdschämen-Momente teilweise gehabt in der Geschichte und es war einfach so gut geschrieben und so gut erzählt und ich fand das Buch einfach ganz, ganz toll. So, Punkt. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Also die Handlung war super, der Verlauf der Geschichte war super, der Schreibstil ist super genial. Was die Charaktere betrifft, fand ich Ivy als unsere Protagonistin in dieser Geschichte wieder ganz, ganz toll. Ivy macht hier eine Entwicklung durch in diesem Buch, die jetzt nicht zu 100% positiv ist, gerade was das Ende betraf. Und das fand ich super. Und ich fand es halt auch super, dass man gemerkt hat, dass Ivy jetzt halt nicht nur die Kick-Ass-Braut ist vom Orden, die Fee jagt, sondern dass sie halt auch ein sehr verletzlicher Mensch sein kann, dass sie halt auch Schwächen hat und nicht halt immer nur so die große, taffe Braut ist. Und was Ren betraf, fand ich ihn auch wieder super in dieser Geschichte, auch wenn er jetzt nicht so viel von der Geschichte eingenommen hat wie im ersten Teil. Ich fand, er war hier schon weniger präsent wie im ersten Teil und das fand ich gut, weil man muss halt schon, finde ich, aufpassen bei so Reihen, wo auch gerade Liebesgeschichten vordergründig eine Rolle spielen, wie es ja bei Jennifer Armentrout eigentlich immer ist, dass sich die Geschichte nicht zu sehr in der Liebesgeschichte verliert. Und ich finde, das war hier gar nicht der Fall. Also ich finde, Jennifer Armentrout hat ja ein gutes Maß gefunden an Dramatik in der Liebesgeschichte und Dramatik in der eigentlichen Handlung. Und ja, diese Mischung fand ich auch wieder ganz, ganz toll. Und wie gesagt, Ren fand ich auch in diesem Buch wieder super. Ich fand Tink wieder ganz, ganz toll. Ich hatte ja im ersten Teil von Tink erzählt, Tink ist ein Brownie. Und ich liebe Tink einfach. Und ich habe schon so eine Vermutung, was den dritten Teil betrifft und was Tink betrifft. Und ich bin gespannt, ob sich diese Vermutung irgendwie bewahrheitet oder vielleicht auch nicht. Und Jennifer Armentrout macht was ganz anderes. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Und ja, ich liebe die Charaktere in dieser Reihe. Was die Nebencharaktere betrifft, sind die auch alle gut. Die spielen alle ihre Rollen. Die sind präsent, wenn sie da sein sollten. Und ja, ich mag die Charaktere einfach, die Jennifer Armentrout schreibt. Eigentlich immer. Gab es einen Charakter, den ich irgendwie einfach nur doof fand in ihren Büchern? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gab es bisher keinen, dass ich sage, oh Gott, dieser Charakter war einfach nur dämlich und ich habe den nicht verstanden. Ich glaube, das ist mir bei einem Jennifer Armentrout-Buch noch nie passiert.
was ja auch gut ist. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass die mir wieder sehr, sehr gut gefallen haben. Was das Setting betrifft, hat es mir auch wieder gut gefallen. Das Ganze spielt wieder in New Orleans und man hat um New Orleans drumherum ja den Bayou, also diese Sumpfgebiete. Und ich finde, Jennifer Lawrenthal hat die Orte, die sie ausgesucht hat, um ihre Geschichte spielen zu lassen, sehr, sehr gut gewählt. Und sie hat das auch wieder sehr, sehr gut beschrieben. Also ich hatte da wieder keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen, mich in irgendwas hineinzuempfinden oder so. Also das hat für mich alles wieder 100% gepasst. Und ja, ich liebe dieses Buch einfach. Ich fand den zweiten Teil wieder richtig gut. Im Vergleich zum ersten würde ich sagen, ist der für mich gleich stark. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der zweite besser oder schlechter ist. Also für mich sind die beiden so auf einer Ebene. Und ich bin jetzt auf den dritten Teil einfach wahnsinnig, wahnsinnig doll gespannt. Und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich bin gespannt, wo Jennifer Armentrout jetzt diese Geschichte hin entwickelt, in was für eine Richtung sie das Ganze entwickelt. Und ja, ich freue mich dann einfach auf Februar, wenn der dritte Teil erscheint und diese Reihe ja dann damit auch schon beendet ist, ne? Also ich finde es super, dass der Verlag jetzt die Reihe auch so kurz hintereinander rausbringt und wir jetzt nicht wieder ein Jahr oder anderthalb Jahre warten müssen, weil die Bücher sind ja auch im Englischen einfach schon erschienen und fertig. Und sowas fände ich ja dann immer super, weil dann vergisst man diese Geschichte auch nicht so. Dann sind die Details noch präsent im Kopf und ja, sowas mag ich total. Und ja, ich, wie gesagt, freue mich jetzt auf den dritten Teil und mehr kann ich so zum nicht-spoilerfreien Teil eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich das Buch wieder richtig gut fand. Und jeder, der den ersten Teil gelesen hat und diesen mochte, sollte sich den zweiten auf jeden Fall angucken. Es lohnt sich und ja, ich mag Jennifer Armentrout einfach. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichten einfach, die diese Frau schreibt. So, und jetzt komme ich mal zum nicht-spoilerfreien Teil, wo ich nochmal ein, zwei Sachen zur Geschichte auch sage. Aber guckt euch das bitte nur an, wenn ihr wirklich gespoilert werden wollt oder wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit meiner Lieblingsszene aus diesem Buch. Und das war einfach, wo Tink auf einmal einfach groß war. Ich habe so gelacht, wo ich das gelesen habe, weil Tink sah ja wirklich immer aus wie so ein kleiner Mini-Ken und auf einmal war der 1,95 groß und macht da diesen alten Kalt und ich dachte nur so, oh mein Gott. Und dann diese Sache mit den Eiern. Ich habe so gelacht, wirklich, dass sie einfach nicht drauf klarkommt, dass er nackt war und seine Eier da überall rumbaumelten. Und ich habe so gelacht in dem Moment. Das war wirklich meine Lieblingsstelle in dem ganzen Buch, wo Tink auf einmal so groß war und sie damit überhaupt nicht klarkam und ihr eigentlich erst mal einfiel so, oh mein Gott, ich bin so halb nackt vor dem rumgerannt und mit meinem durchsichtigen Bademantel und so, oh mein Gott, auf einmal war er nicht mehr dieses asexuelle Wesen so für sie, sondern ein großer, starker Mann. Und das war so für mich die beste Szene ever. Aber ich liebe Tink auch einfach. Tink ist ein so cooler Charakter und ja, ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet, was ich jetzt so vermute, was im dritten Teil mit Tink passiert. Soll ich euch das verraten? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch ja eigentlich sagen, es ist ja nur eine Vermutung. Die müssen ja jetzt den Kristall finden und mit dem Blut vom Prinzen und von ihr da dieses Ding da machen. Und das müssen die ja in der Underwelt machen. Und ich vermute, dass Tink sich vielleicht opfert und in die Underwelt zurückgeht, weil ja da eigentlich auch sein Volk ist. Also das ist so meine Vermutung, dass er sich vielleicht am Ende opfert, um in die Underwelt zu gehen und das ganze Gedönse da zu machen. Aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Ach ja, Tink. Ich finde Tink einfach auch toll. Und das Ende mit der Katze, dass sie einfach mal Dixon heißt. Ich liebe The Walking Dead und ich liebe Daryl Dixon. Und dass diese Katze dann einfach mal Dixon heißt, war so cool. Und dann denke ich mir wieder, Jennifer Armentrout, du hast es einfach drauf. Du tust die Dinge, die ich toll finde und die ich liebe, einfach immer wieder in diese Geschichten einbauen. Sei es jetzt Disney-Vergleiche oder The Walking Dead-Vergleiche oder Game of Thrones oder was auch immer. Und das finde ich so unglaublich gut. Und ja, ich liebe Tink einfach. Ich liebe, wie gesagt, diese Vergleiche, die sie einbaut. Ich fand Ivy in dieser Geschichte auch wirklich gut, gerade am Ende, wo sie dann ja gefangen genommen wurde und da von diesem Typen halt so gequält wurde und ausgesaugt wurde, wo sie ja dann selber die Menschen aussaugen musste. Das fand ich schon echt heftig. Und dieser Typ ist einfach mal so, ich weiß nicht, wie ich diesen Prinzen beschreiben soll. Der ist einfach mal so, ich weiß nicht, das ist einfach ein abgefuckter Kunde. Ich kann mir da nicht helfen. Das ist einfach ein übelster Typ. Ich mag den nicht, ich finde ihn ganz furchtbar. Und ja, ich bin gespannt, was mit dem Typen da im dritten Teil noch passiert. Ich meine, es ist ja auch offenkundig, dass er sie nicht mag. Und sie müssen ja nun dieses Apokalypsen-Baby zeugen. Und ja, mal gucken. Ich fand auch diesen Einsatz mit, der gefallen ist am Ende, wo Merle sind, sagt, hat er seinen Samen in dich gepflanzt. Sie dann sagt, oh mein Gott, sag das nie wieder. Das ist so ein gruseliger Satz. Und ich dachte mir so, ja, das geht gar nicht. Das kannst du nicht sagen. Es ist so, boah. Und ja,
Fand ich auch mega witzig. Also es gab so viele Stellen in diesem Buch, wo ich einfach nur so gelacht habe und wo ich auch so mitgefiebert habe, wo auch Ren dann nicht Ren war, wo der sich dann als Ren ausgegeben hat. Ich dachte so, oh mein Gott, Mädchen, das ist nicht Ren, das ist nicht Ren. Ich saß dann da, wo der schon mit den Baynets anfing, dass der die nicht mochte. Und ich muss mal kurz niesen. Ja, dass er diese Taschen da nicht mochte, die immer gegessen haben. Und dann noch so diese anderen Kleinigkeiten, wo ich dachte, warum merkt sie das nicht? Das ist nicht drin, das kann nicht drin sein. Er würde so niemals handeln. Und wo dann der Groschen fiel, dachte ich so, Gott sei Dank, es ist nichts weiter passiert. Oh mein Gott, kein Apokalypsenbaby gezeugt. Wobei ich ja nicht weiß, ob das dann, zählt das dann überhaupt? Oder, ich meine, das ist ja dieses Ding mit dieser Freiwilligkeit. Aber wenn sie nicht weiß, dass er das ist, dann... Ich weiß es nicht. Das ist also ein bisschen kompliziert. Aber ja, es gab viele Stellen in diesem Buch, wo ich einfach nur mega gelacht habe. Die ich richtig, richtig gut fand. Ich fand das halt auch krass mit ihrer Freundin, mit Val, dass die halt einfach so eine blöde Alte war am Ende. So eine abgebrühte Alte halt auch. Ich meine, die haben da ihre ganze Familie umgebracht. Und sie so, ja, das ist halt so. Meine Familie ist halt tot. Ich meine, sie hat ihre gerechte Strafe gekriegt und ist gestorben. Aber ich fand das schon krass, ne? Dass ein Mensch halt so sein kann. Und ja, ich fand das Buch einfach wieder mega. Ich liebe diese Geschichte. Ich finde den Verlauf dieser Geschichte einfach gut. Für alle, die jetzt das Buch noch nicht gelesen haben und sich jetzt gerade freiwillig spoilern lassen, im zweiten Teil geht es ja im Prinzip darum, dass der Prinz der Fae durch die Tore der Anderwelt in die Menschenwelt gekommen ist und jetzt mit einem Halbling ein Kind zeugen muss, um halt die Tore der Anderwelt komplett für immer zu öffnen, und damit bricht quasi die Apokalypse für die Menschen herein. Und man hat ja am Ende vom ersten Teil erfahren, dass Ivy der Halbling ist, und deswegen muss er jetzt mit Ivy ein Baby zeugen. Ivy nennt das immer das Apokalypsen-Baby, was ich mega witzig finde. Und das ist eigentlich auch schon das Grobe, worum es im zweiten Teil geht. Also dieser Prinz versucht Ivy irgendwie für sich zu gewinnen, obwohl er sie eigentlich gar nicht mag. Und versucht ihr halt seinen Samen einzupflanzen, denn er kann sie nicht einfach vergewaltigen oder so, denn sie muss sich ihm freiwillig hingeben, damit daraus ein Kind entstehen kann. Und das macht sie natürlich nicht, und deswegen passieren dann viele krasse Sachen in diesem Buch mit Ivy und auch mit Ren, und die haben dann schon ganz schön Dinge zu erleiden. Und ja, am Ende erfahren sie dann halt, wie sie den Prinzen zurück in die Anderwelt schicken können, und dafür müssen sie halt einige Dinge tun, und darum geht es dann im dritten Teil. Und ich fand das einfach toll. Ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere, ich fand den Verlauf, wie gesagt, alles super. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich den zweiten Teil wieder richtig, richtig gut finde und schon echt gespannt bin auf den dritten Teil. Das war meine Buchvorstellung zu Thorn von Jennifer Armentrout. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.